Für dieses Video brauche ich jetzt eure Vorstellungskraft, Freunde. Stellt euch vor, ihr fahrt in einer Vierergruppe, ihr und noch drei weitere Kumpels. Es ist euer zweiter Tag, an dem ihr Moped fahrt, ganz entspannt am Nachmittag mit euren Bikes eine kleine Runde. Ihr fahrt und fahrt und die Strecke ist gerade, es ist schönes Wetter, geil. Ihr habt die beste Zeit eures Lebens. Richtig geiler Tag, ihr habt richtig Bock drauf. Ihr wollt gar nicht so viel Scheiße machen, ihr wollt einfach nur fahren, einfach nur cruisen. Der ein oder andere hört hier und da vielleicht ein bisschen Musik, hat ein Headset drinnen oder Intercom, alles ist cool. Ihr fahrt und euer Kumpel fährt neben euch und will euch eine Fistbump geben. Fistbump, wer nicht weiß, was es ist, das hier ist eine Fistbump. Es kommt irgendwie, wie es nicht kommen sollte, aber doch kommen muss. Der eine verliert die Kontrolle über sein Bike und eure beiden Lenker bei normaler Geschwindigkeit stoßen aneinander. Der schlimmste Fall tritt ein und ihr fliegt auf die Fresse. Ihr rutscht auf die Gegenfahrbahn und in dem Moment auch noch, wo ein Auto entgegenkommt. Und ihr knallt mit diesem Auto zusammen. Das Auto stand nicht. Es kam entgegen. Es hat sich bewegt. Es ist gefahren. Und ihr auch. Genau so ein Unfall ist im November letzten Jahres, November 2020, einem meiner Zuschauer passiert, einem Abonnenten von mir. Und der hat mir gestern eine Instagram-Nachricht geschrieben und mich gefragt, ob man nach einem heftigen Unfall wieder Motorrad fahren sollte, ob man nochmal auf den Bock steigen soll oder ob man es lassen soll. Das ist jetzt für mich ein, ich sag mal eher, schwieriges Video. Normalerweise sind meine Videos geskriptet. Ich weiß, was ich zu sagen habe und ich vertrete meine Meinung. Ich spreche auch gerne Gegensätze aus mit, warum ist es so, warum ist es so, dieses Ganze hin und her. Aber das Thema, muss ich sagen, ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ich taste mich trotzdem ran, weil ich es selber interessant finde. Ich glaube, fast jeder Motorradfahrer, also fast jeder von uns, fast jeder von euch da draußen hat sich das schon mal gefragt, was, wenn wirklich der schlimmste Fall eintritt? Was, wenn ich wirklich einen heftigen Unfall habe. Wie geht's dann weiter? Bin ich dann überhaupt noch zu 100% gesund? Habe ich vielleicht doch Folgeschäden? Und wenn ich 100% gesund bin, fahre ich dann je wieder Motorrad? Die Frage zu beantworten ist extrem schwer. Extrem schwer. Weil jeder von uns ist anders. Jeder von uns sieht Dinge anders. Ich spreche mal für meinen Teil. Wie es aus meiner Perspektive ist, auch an dich da draußen, du, der mir geschrieben hat, ich erzähle dir mal meine Perspektive, wie es bei mir war, wie es bei mir ist, wie ich das so sehe. Ich hatte auch den ein oder anderen Unfall, genauer gesagt zwei, also den einen oder anderen. Beim ersten Unfall wurde mir die Vorfahrt genommen. Ich bin an der Fahrzeugschlange vorbeigefahren, ich wollte überholen. Meines klassische Filtern halt, jeder kennt's. Aber es war nur eine Schlange. Es war auch kein Gegenverkehr, der kam. Also ich hatte Platz und ich habe überholt. Mit ungefähr 30 km/h war ich da unterwegs. Es war in der 50er-Zone, also ich war eigentlich nicht zu schnell. Gut, für einen Überholvorgang ist jetzt die Frage, bei einer Fahrzeugschlange, die wirklich steht, wo die Autos reihenweise stehen und ich mit 30 da vorbeiballer. So im Nachhinein weiß ich nicht, ob das wirklich so die beste Idee war, aber so war's. Und als ich so eben an dieser Fahrzeugschlange vorbeifahre, ohne dass ich es mitbekommen habe, lässt so ein großer Mercedes Sprinter, so ein großer Transporter, aus einer Einfahrt von rechts jemanden raus. Er mich zu spät gesehen, ich ihn gar nicht gesehen, er fährt raus und boom. In genau dem Moment, wo er rausfährt, war ich quasi vor ihm und er fährt mir seitlich ins Moped rein. Da war mein Bein und genau da ist er hingefahren, beziehungsweise rangefahren. Fragt mich nicht, wie es physikalisch möglich war. Ich bin über seine Motorhaube geflogen, habe im Prinzip einen 360 gemacht, bin nämlich auf meinem Rucksack gelandet. Mir ging es eigentlich gut, dachte ich. Naja, so, das war meine erste Erfahrung. Das war in meinem zweiten Monat, wo ich meinen Führerschein hatte. Ich hatte das Bike erst 2 Monate, meinen Führerschein erst 2 Monate und hatte im Prinzip keine Fahrerfahrung. Zu der Zeit bin ich nicht viel gefahren. Das kam dann mit der Zeit erst, je länger ich Motorrad gefahren bin, desto mehr bin ich gefahren. Aber so, ich hatte keine Fahrerfahrung, war vollkommener Fahranfänger, 16 Jahre alt. Dachte so, im Prinzip, jetzt habe ich ein Moped, mir gehört die Welt, mir kann keiner was anhaben und dann ist eben das passiert. Das war meine erste Erfahrung, die mit Motorradunfall und sowas zu tun hat. Ungefähr ein halbes Jahr später bin ich wieder gefahren, das war kein krasser Unfall, das war, also man könnte es sich eigentlich sparen, das zu erzählen, aber es ist, finde ich, trotzdem erwähnenswert, weil es eben zu meinen Erfahrungen beigetragen hat. Ich bin an meiner Hausstrecke gefahren, der ein oder andere wird sie kennen, Samerberg, und das war der erste Tag, an dem ich weitergefahren bin, als nur zur Aussichtskapelle da oben. Für die, die es nicht wissen, der Samerberg ist ein Berg
offensichtlich. Und da kann man hochfahren. Auch in meinen ganzen Testvideos von BMW zum Beispiel bin ich da die Bikes hoch und runter gefahren. Man kann aber noch weiterfahren. Weiter als ich bisher immer gefahren bin. Und an diesem Tag wollte ich mal wissen, wie es da hinten weitergeht. Ich also gefahren, natürlich damals viel zu schnell. War zwar nur 125er, aber auch mit den Dingern kann man relativ schnell fahren. Kannte die Strecke nicht, fahr über einen Hügel drüber und direkt nach dem Hügel kommt eine Linkskurve. Und dahinter ist Graben. Ich viel zu schnell, bin über den Hügel gefahren, hab mich erschreckt, hab mir erst überlegt, soll ich das Bike reindrücken, hab mich fälschlicherweise dagegen entschieden, hab sie gerade gestellt und auf die Bremse gedrückt. Hab gemerkt, oh scheiße, die Kurve kriege ich so oder so nicht mehr. Da bremsen tue ich es auch nicht, also ich lasse mich hinfallen. Und gedacht, getan, ich habe mich einfach hinfallen lassen. Ist nichts passiert. Zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dann hinfallen habe lassen, war ich schon relativ langsam. Ich glaube, das waren bei 35 km/h, sowas in der Richtung. Mir ist nichts passiert, nur die Hose aufgeschürft. Meinen Beinen geht's gut, meinen Händen, meinen Armen, also nichts passiert. Das Einzige, was wirklich passiert ist, was mir in der Seele wehgetan hat, war, dass mein Kupplungshebel und mein Schalthebel verbogen bzw. abgebrochen waren. Das heißt, ich konnte das Ding im vierten Gang bis nach Hause fahren und ich wohne dann nicht direkt um die Ecke. Das ist ganz witzig, wenn du nur so einen kurzen Kupplungshebel hast und das mit einem Finger machen musst und das für einige Kilometer. Worauf ich damit hinaus will. Egal, ob es nach meinem ersten oder nach meinem zweiten Unfall war, ich habe nie daran gedacht, aufzugeben und ich kann da aber nur für mich sprechen. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, was ich nicht für jeden beantworten kann. Ich aus meiner Sicht, egal wie schwer mein Unfall auch war, auch sein mag, und dreimal auf Holz, ich hatte bisher noch keinen krassen Unfall. Aber Stand jetzt, egal wie krass mein Unfall auch ist oder bisher war, solange ich gesund bin, solange ich Motorrad fahren kann, werde ich Motorrad fahren. Bei mir persönlich ist es einfach die Leidenschaft. Es ist nicht nur mein Hobby, es ist meine Leidenschaft, die ganzen Gefühle, die man mit dem Motorrad hat. Alles, was ich mit oder durchs Motorradfahren schon erlebt habe und kennengelernt habe und erfahren habe. Mir ist es das nicht wert, das einfach aufzugeben. Klar, die Erinnerungen hat man und die bleiben auch, aber was kommt noch? Was kann noch kommen? Und ich möchte mir selber nicht die Möglichkeit verwehren, noch viel mehr zu erfahren und kennenzulernen, nur weil ich Angst habe. Ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen möchte. Im Endeffekt muss es jeder selber für sich entscheiden. Ist ja ganz klar. Ich meine, wenn du einen Unfall hattest und du weißt nicht, ob du fahren sollst, wer bin ich dir dann zu sagen, Junge, du steigst wieder aufs Moped oder Junge, du fährst nie wieder Moped. Das ist nicht meine Entscheidung. Dazu bin ich nicht befugt, darüber zu entscheiden. Es tut mir leid, wenn dieses Video heute jetzt nicht so actiongeladen war. Normalerweise fahre ich ja immer, wenn ich Videos aufnehme. Heute bei dem Thema hielt ich es aber für eine bessere Idee, das im Stand zu machen. Ohne viel Bewegung, ohne viel hin und her, damit ich mich darauf konzentrieren kann. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, freut mich das natürlich brutal. Es war jetzt kein spannendes Video, eher, ja, ich sage schon fast emotionales Video. Trotzdem, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder sonst irgendwas, schreibt mir da einfach gerne. Und dann würde ich sagen, beende ich mit diesen Worten das heutige Video. Wir sehen uns im nächsten. Bis dahin, Freunde. Jay ist raus.